zeige ich euch, wie ich den Schrebergarten für das Dorama Gartengemeinschaft Gänseblümchen fertigstelle. Daniel und Doro haben mich, wie auch einige andere Modellbauer, dazu eingeladen, Teil dieser Gartengemeinschaft zu werden und einen eigenen Schrebergarten in Spur N zu bauen. Doch bevor ihr das gleich seht, erlaubt mir noch einmal folgenden Hinweis. Beim ersten Teil der Baudokumentation zu diesem Schrebergarten, wie auch in diesem Video, verweise ich auf viele verschiedene Produkte von verschiedenen Herstellern. Aber ich habe von keinem dieser Hersteller dafür Geld bekommen. Und auch Daniel und Doro von Spur N Teile Online Shop haben mir dafür kein Geld geboten oder gegeben. Ich habe zwar den Modulkasten, das Schrebergartenhäuschen und einiges an Ausschmückungsteilen zugeschickt bekommen, aber das fertige Diorama geht nachher natürlich nach München, um dort Teil des großen Dororamas zu werden. Der Gartengemeinschaft Gänseblümchen. Dort werden eben dann auch die Modulkästen der anderen Modellbauer eingesetzt und zusammengefügt. So viel dazu, nun ein kurzer Rückblick. Gestern habe ich das Video mit dem ersten Teil der Baudokumentation veröffentlicht. Wie ihr vielleicht aus dem ersten Video schon mitbekommen habt, sind leider ab und an meine Kameras nacheinander oder zusammen ausgefallen. Deswegen konnte ich nicht alle Schritte dokumentieren. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht mit allen Schrebergärten, mit dem ganzen Modul, wie es von Doro und Daniel gebaut wurde, dann schaut doch mal auf dem YouTube-Kanal von spurnteile.de nach. Damit ihr aber wisst, was ich bisher gebaut habe, zeige ich euch jetzt kurz meinen Schrebergarten, wie er bisher aussieht. Also, das ist jetzt der aktuelle Stand des Schrebergartens. Und da ist einiges ein bisschen an Feingestaltung zwischenzeitlich passiert. Ich habe die Hütte immer noch nicht festgeklebt. Aber ich habe hier ein wenig Erde schon aufgebracht. Denn hier soll sozusagen nachher ein Beet entstehen. Hier gibt es ein Hochbeet, das ich ebenfalls gefüllt habe. Und hier hinten seht ihr es hoffentlich ganz gut. Da habe ich ein paar Wegplatten schon angebracht und hier ein wenig Kies. Den Modellbahnschotter habe ich genommen von Spurenwelten. Und davon habe ich ein wenig hier aufgebracht. Gibt es übrigens in verschiedenen Farben. Ist eigentlich echt cool und hat eine sehr, sehr feine Körnung, wirklich passend für Spur N. Also hier vorne die Wegplatten habe ich noch angeklebt. Aber sonst ist nicht allzu viel passiert. Aber eben das eigentliche Gimmick mit dieser Erde hier ist jetzt sozusagen im Nirvana der nicht vorhandenen Akkukapazität untergegangen und das möchte ich euch zumindest kurz einmal zeigen. Denn es ist zwar schön, was uns die Modellbahnhersteller alles so anbieten mittlerweile an Zubehör und Material, was man kaufen kann und verschiedene Schotter und Co. Aber manchmal ist man ja auch gut daran mit bedient, selber sich etwas herzustellen. Ich habe mir schon für mein letztes Spur H0-Diorama ein wenig Kaffeepulver aus unserem Espresso-Automaten genommen. Also das, was sozusagen durchgelaufen ist und schon Kaffee produziert hat. Wollen ja nichts verschwenden. Das kann ja noch erstmal Kaffee machen, bevor wir es dann nutzen. Und das habe ich entsprechend getrocknet und hier zu einem ja, sehr braunen Pulver ist das ja sozusagen dann geworden. Ist ja logisch, Kaffee, der auftrocknet. Und den habe ich hier als Erde verwendet. Das ist eigentlich eine ganz tolle Farbe und Material für ja, Erde oder Acker. Ich habe es eben für Acker verwendet bei meinem letzten Diorama. Das ist so mal eine Idee vielleicht für euch auch, um ein wenig Geld zu sparen, weil ihr das vielleicht sowieso zu Hause in der Kaffeemaschine habt. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Zuerst mache ich hier noch ein wenig Mutterboden oder Erde in der Ecke, wo es hier noch nicht ganz perfekt geworden ist. Das heißt, da habe ich hier noch Reste von dem Boden- und Schotterkleber von Busch. Der relativ dünn ist, aber letztendlich ist es auch nichts anderes als verdünnter Weißleim, wie so häufig. Es kommt halt immer auf die Mischung drauf an, die man vielleicht sich selber zusammenmischt oder wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kauft man halt so etwas. So, und der positive Nebeneffekt von diesem Ackerboden ist natürlich, es riecht gut. So. Nicht übertreiben hier. Das lassen wir antrocknen. Und das, was überschüssig ist und nicht klebt, das pusten wir noch einfach nur weg. Als erstes probiere ich das mal hier mit dem Binder und Kleber einzustreichen. Der bindet ja sehr schnell ab.
machen wir das unten mal mit dem dunklen Torf. Und wie ihr seht, habe ich das hier schon vorbereitet. Das tünchen wir da jetzt mal ein. Ja, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das machen wir auf der anderen Seite direkt auch mal. Ich bin eigentlich so angetan, das machen wir jetzt mal mit dem nächsten auch. Da mische ich mir aber noch ein bisschen helles Microtorf mit dazu. RTS gibt es ja in verschiedenen Dosen, also einerseits in solchen manuellen Streudosen. Das ist natürlich ganz praktisch. Sonst sind sie schon gut verpackt und trocken und man kann sie wirklich rausschütten, wenn man denn will. Oder man hat sie eben in diesen Tüten, wie ich das gerade hatte. Wo oben auch ein Clips ist, womit man es auch gut wieder zubekommt. Das weiß ich da durchaus mehr zu schätzen als manch eine Packung von anderen verdächtigen Herstellern, die man immer ausschneiden muss und die dann offen rumstehen und wo ich dann immer irgendwelche leeren Marmeladengläser brauche oder ähnliches, um das umzufüllen, weil in diesen Tüten ist es einfach über kurz oder lang nur noch ein Dilemma, weil sie umfallen und man dann den Spaß verliert. Damit ich hier gleich nicht eine falsche Mischung habe, ich nehme mal ein bisschen was weg von dem Dunklen. Und ein wenig Helles. Das mischen wir einmal hier ein bisschen durch. Nehmen wir uns das nächste Spalier. Das bestreiche ich schon von oben bis unten, denn das ist aus meiner Sicht eine andere Pflanze. Die ist schon ein bisschen weiter gewachsen. Ich bin am Überlegen, ob ich das wirklich als Tomate nachher mache. Ich habe hier so rote Blüten eigentlich von RTS. Wenn ich da ganz geschickt hingehe und die wirklich nur ein Pünktchen jeweils nehme als Kennzeichnung von Tomaten. Alternativ wäre, ich besorge mir ganz kleine Kügelchen, die ich noch rot färbe. Den stellen wir hier auch mal hin. Da bin ich eigentlich ganz happy mit dem Look. Das gefällt mir gut. Ja, also so ein Grasbüschel werde ich mir jetzt auch noch einsetzen. Den versuche ich umzugestalten mit lila Blüten zu einem Flieder. Und damit die Pflanze auch einen Boden hat, nehme ich auch da etwas Erde auf dem Boden. Hochbeet habe ich mich für ein anderes Material entschieden. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich habe das in kleinen gehackselten Holzspäne etwas dunkel und hell gemischt. Und die setze ich jetzt hier ins Beet für die Spaliere ein. Das drücken wir gut fest, denn wir haben ja in diesem Fall den Kleber unten angebracht. Idee dabei ist, dass ich wirklich möglichst eine dünne Schicht unten als Basis habe und nicht nachher mir zu viel Erde in der Höhe anhäufe. So, das sieht schon gut aus. Also ich muss sagen, die Rosenspaliere gefallen mir richtig gut. Jetzt sage ich schon Rosenspalier, bei mir wären es ja keine Rosen vielleicht. Aber das sieht echt klasse aus.
So, und damit es jetzt nicht für euch langweilig wird, machen wir jetzt einen Zeitraffer daraus, wie ich jetzt hier die Steine verlege. Viel Spaß! Das Arbeiten mit den kleinen Juwelersteinchen. Ja, was habe ich mich darauf gefreut und doch auch ein wenig Sorge gehabt. Aber es geht ganz gut von der Hand und ja, es hat wirklich was Meditatives an sich. Man nimmt ein wenig Leim, am besten nicht zu viel, damit er nicht zu schnell antrocknet, und dann platziert man jedes Steinchen einzeln nacheinander. Geht ganz schnell. Zumindest hier im Video. Bei den Tomaten habe ich ein wenig experimentiert. Ich habe kleine Kügelchen genommen, sie in roter Farbe eingetüncht und versucht, von allen Seiten dadurch mit Farbe zu benetzen. Das habe ich dann trocknen lassen und was passierte? Alle Kügelchen haben aneinander gepappt. Sie konnte ich aber nachher entsprechend mit einem Skalpell wieder voneinander lösen. Lavendel in Spur N. Ich nehme als Basis dafür einfach einen Grasbüschel von RTS. Das Hochbeet und auch gleich der Komposthaufen werden mit verschiedenen Materialien gefüllt. Zum Beispiel gelb-grüne Blüten beim Hochbeet und beim Komposthaufen natürlich ein Durcheinander an Materialien. Nachdem jetzt alles getrocknet ist, werde ich mir jetzt meine kleinen Tomätchen anschauen. Die habe ich ja vorhin in einer roten Farbe sozusagen hier eingemischt. Und ja, wie ich befürchtet hatte, ist doch ein wenig mehr rote Farbe drumherum hängen geblieben, sodass die kleinen Tomätchen doch aneinander hängen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier oben von der Kamera sieht. Ich rutsche das mal ein bisschen rüber. Meiner nicht sehr sauberen Unterlage, aber ich denke, ihr erkennt da noch was vielleicht von oben. Und die nehme ich mir jetzt ein bisschen auseinander. Letztendlich sind sie rot, das ist gut. So sieht's aus. Kleiner habe ich es jetzt nicht gehabt. Nehmen wir uns das Spalier. Ich lege es mal hier zum Kontrast drauf. Und da kleben wir jetzt die kleinen Tomaten dran. Also die lassen wir jetzt erstmal schön trocknen. Hier einmal in Nahaufnahme. Ich hoffe, die Kamera kriegt das scharf. Ja, von dem Grasbüschel habe ich jetzt ein wenig die Spitzen mit Leim versehen. Nehme mir da jetzt Blüten in Violett hell und versuche sie da jetzt drauf zu bringen. So, das soll es jetzt erstmal hier mit dem Pflastern wieder gewesen sein. Das ist ja hier schon schön angetrocknet. Das habe ich jetzt gerade noch neu gemacht. Also Pi mal Daumen, die Hälfte von dem habe ich. Bei dem nächsten Teil müsst ihr, glaube ich, nicht mehr zuschauen, wenn ich das noch pflaster. Das könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Friemelarbeit ist. Jetzt habe ich hier fertig gepflastert. Der Weg geht bis vorne hin. Ihr seht hier einen Nagel, denn ein Nagel brauche ich, um entsprechend jetzt meine Krokodilsklemme vom Grasmaster fertig festzumachen, damit ich entsprechend Gegenpol erzeuge, denn jetzt werde ich begrasen. Was zwischenzeitlich noch passiert ist, was ihr nicht gesehen habt, ich habe doch noch hier einen zweiten Lavendel gepflanzt. Lavendel, die Lieblingspflanze meiner Frau, darf natürlich im Schrebergarten auch nicht fehlen. Ja, begrasen werde ich das Ganze mit 0,1 cm oder 1 mm kurzem dunklem Gras von K-Modell. Das ist der gleiche Hersteller, von dem ihr auch schon mal ein Video gesehen habt mit den Gleisschablonen, den ultimativ coolen für Flexgleise. Und zudem habe ich noch ein bisschen was beigemischt
von, ich glaube, das ist noch Streugraswiese, 2,5 mm hoch. Das habe ich also zusammengemixt hier im Grasmaster und dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir das entsprechend hier auftragen. Zum Kleben nehme ich noch Graskleber. Mal wieder so eine Geschichte mit Leim. Ja? Vielleicht bin ich da denen auch ein bisschen auf den Leim gegangen. Ich weiß es nicht. Es wird schon seine Richtigkeit haben, dass es für alles und jedes einen eigenen Leim gibt. Ich erwähnte das schon mal, dass im Grunde genommen Leim ja eigentlich nur in verschiedenen Konsistenzen existiert, weil er verschieden flüssig ist oder vielleicht noch ein bisschen andere Zusätze drin sind, wie zum Beispiel Spüli, um ihn für die entsprechenden Verwendungszwecke nutzen zu können. Man kann das sich selber mischen oder man kauft sich das entsprechend. Ich habe eben Letzteres getan. Ein alter Pinsel muss herhalten und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier auftragen. Der eine oder andere mag sich wundern, dass ich die Begrasung erst jetzt mache, wo die Hecke schon steht und die Steine schon liegen. Bin mir selber nicht sicher, ob das jetzt klug war oder nicht. Aber jetzt lässt sich sie auch nicht mehr ändern. Ne? Also ganz ehrlich, so wirklich happy bin ich nicht damit. Das Gras liegt mehr, als dass es steht und es sind sehr lange Fasern dazwischen, die wahrscheinlich wieder aus Resten stammen, noch aus der H0-Zeit, die in der Dose waren. Ich hatte geguckt und sie weitestgehend befreit. Ja, genauere Betrachtung geht es, aber ich glaube, die langen Fasern haben mir nicht gut getan. Die waren nicht so prima. Also legen wir nochmal mit kurzen Fasern nach. Auch für den seitlichen Grünstreifen. Und diesmal mische ich mir einfach zweimal was vom K-Modell. Ich habe nämlich eine dunkle und eine helle Mischung. Und dann kommt da ein bisschen hell dazwischen. Genau, da habe ich immer Sorge, dass man nachher alles überall hat. Also, versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt an der anderen Stelle noch. Das sieht schon etwas besser aus. Ja, damit bin ich ganz zufrieden. Das lassen wir jetzt mal trocknen und dann schauen wir weiter. Jetzt kommt das Schönste. Jetzt kommen die Details. Ich habe soeben die Sitzgarnitur, die Hochzeitssitze von Yellow Dwarf, angemalt. Ich habe dafür rote Revell-Colorfarbe genommen und ja, das sind Yellow Dwarf stellt, ich weiß nicht ob alles, aber zumindest dieses hier war aus dem 3D-Drucker, also stellt Sachen mit dem 3D-Drucker her. Das war ganz prima ausgearbeitet und ich freue mich eigentlich immer über Leute, die sich die Mühe machen, solche Produkte dann auch allen zur Verfügung zu stellen. Ich persönlich habe nicht vor, mir einen 3D-Drucker anzuschaffen und bin aber offen für solche Produkte. Und das war jetzt mein erstes Modellbauprodukt aus dem 3D-Drucker, sofern ich nicht irgendwas anderes vergessen habe. Und ja, die muss man natürlich farblich nachbehandeln, bzw. überhaupt malen, bemalen. Und dabei rausgekommen sind diese kleinen Stühlchen hier. Ja, die sehr süß sind und die werde ich jetzt mal entsprechend anordnen hier in meinem Schrebergarten. Aber anfangen tun wir zuerst
mit dem Fahrrad hier. Als nächstes kommen jetzt die Figuren dran. Jetzt haben wir hier noch eine Schubkarre und eine etwas ältere Sackkarre, so von der Bauart zumindest. Da werden wir jetzt die Schubkarre hier in den Garten setzen. Das war ein Skalpell. Kleine weiße Zettel kommen an Stangen, die ich mit einem 1 mm starken Bohrer in die Grundplatte befestige. Was da wohl draufsteht? Aus meiner Bastelkiste hole ich einen Busch in Spur H0. Der ist natürlich nicht ganz so passend, zumal er in einem Topf steht. Also wird er aus dem Topf rausgeschnitten und wird so bald als Baum bei mir umfunktioniert. Jetzt fehlt als letztes nur noch ein Tor. Tor, was ich leider bisher noch nicht in Spurenden irgendwo hatte oder mir besorgt habe. Und da habe ich lange rumgerätselt, was ich denn da wohl machen kann. Und da ist mir gerade eine Idee gekommen. Ich habe hier noch diesen Mikrowellenbausatz Pflanzenkübel mit Ranggitter. Und in diesem Bausatz, hier sieht man die Teile, die da eigentlich zugehören, habe ich jetzt schon zwei rausgetrennt, nämlich eigentlich die Rückwand des Ranggitters. Und daraus werde ich jetzt ein Tor zaubern, das natürlich hier offen steht an dieser Schrebergartenparzelle, aber eben eigentlich auch geschlossen werden kann. Was ich immer sehr spannend finde, ist die Möglichkeit aus Teilen, die eigentlich was anderes darstellen, etwas Neues zu machen. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Yay, endlich, ich bin fertig. Und seid ihr jetzt schon gespannt oder konntet ihr schon erkennen, was ich denn hier auf meinen Plakaten und Bannern stehen habe? Wenn nicht, ich blende es euch jetzt einmal groß ein. Ich muss sagen, mir hat das Ganze viel Freude bereitet, hier so eine Gartenparzelle zu bauen. Im Grunde genommen war das ja jetzt das allererste Mal, dass ich ein Spur N Diorama gebaut habe, so klein es auch sein mag.
Und umso mehr freut es mich natürlich, dass ich da einen Teil von dem Dororama, wie Doro das ja eben nennt, werde. Und diese Parzelle demnächst dann in München bei Daniel und Doro eingefügt wird. Es war spannend, mit den Materialien zu arbeiten, vor allem natürlich für mich in diesem Maßstab mit Details umzusetzen und zu realisieren. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Es sind nicht alle Teile perfekt. Zum Beispiel der Mann, der hier oben das Schild hochhält, der sieht genauso etwas überproportional aus wie der Schaffner, der hier steht und die Kelle hochhält. Könnte vielleicht TT sein, ich weiß es nicht so genau. Aber waren nun mal eben in meiner Sammelkiste mit dabei und dachte, die verklebe ich hier mal, damit sie auch einen Einsatzzweck haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzuschauen. Ich weiß, es war nicht das ideale Tutorial-Video oder Baubegleit-Doku, wie ihr das vielleicht erwarten könntet oder hofft bei mir oder eben auch von anderen YouTubern kennt. Ich habe eine Menge gelernt, wie ich so ein Video nicht mache, worauf ich besser achten muss, damit es in Zukunft nicht zu solchen Ausfällen mit den Kameras führt, dass es nicht so ein mega Aufwand ist für mich, so ein Video nachher zu schneiden. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze honoriert mit einem Daumen hoch, wenn es euch wirklich gefallen hat. Oder mit ein paar Kommentaren, wenn ihr Tipps und Anregungen habt, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ob die Kameraeinstellungen euch gefallen haben, ob es vielleicht auch nicht gut sichtbar war. Ich weiß, was ich beim nächsten Mal anders machen möchte und bin aber trotzdem gespannt auf eure Anregungen. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian von Spurendlich Stadt Hanoi.